Hallo, liebe YouTube-Gemeinde, hallo meine Twitch-Freunde, grüßt euch zu einem weiteren Hearthstone-Highlight-Video. Diesmal mit einer Weltneuheit. Ihr könnt nämlich den Chat sehen. Also ab jetzt habe ich es so im Stream, dass der Chat eingeblendet ist, damit, wenn man das irgendwie auf YouTube hochlädt, Leute, die es auf YouTube gucken, auch nachvollziehen können, wenn ich mit dem Chat rede oder wenn ich was sage, was den Chat betrifft, was ja fast zu 90% oder 80% der Fall ist. Ja, ihr seht ihr jetzt den Chat. Wahnsinn. Ansonsten ein weiteres Highlander Mage Game gegen einen Priester. Highlander Mage ist einfach prädestiniert dafür, dass ganz lustige Games dabei rumkommen. Es ist wieder ein sehr emotionales, schwieriges Game für mich. Ich drück's mal so aus. Und ich möchte besonderes Augenmerk auf ein Trick-Totem richten, ja. Ja, guckt, haltet das im Auge, das wird auf jeden Fall total super spannend. Ja, und Sephiroth spielt auch eine Rolle. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Highlight. Genauso hätte man bei Alexstrasza von Anfang an sagen können, man kann nur Drachen mit 5 oder weniger Mana bekommen, ne? Ich meine, so wie Alexstrasza jetzt ist, ist Alexstrasza völlig okay. Mit dem 1 Mana. Aber wenn sie Alexstrasza mit 0 Mana wollten, hätten sie ja sagen können, man kann nur Drachen bekommen, die 5 oder weniger Mana kosten. Hey, Akasha, grüß dich. Hallöchen. In 4 Minuten gibt's was Schönes. Um 21.39 Uhr. Da bin ich ja gespannt. Ein Eisbecher. Boah, Siggi! Aber ich meine, es gibt immer gute und schlechte Sachen. War immer schon so bei Death Knights, bei... Ich meine, Caligos ist zum Beispiel nice. Caligos ist ein wirklich cooler Drache für 10 Mana. Stark, aber nicht zu stark. Seraku ist theoretisch super cool, finde ich. Auch wenn leider halt ziemlich langsam. Aber eigentlich ist er halt wirklich nicht schlecht oder keine schlechte Karte. Nosari ist halt wieder Bullshit. Der Paladin hat wieder Bullshit bekommen. Ja. Das Mädchen hinter... Der Trank der Illusion. Ich meine, wir können ihn jetzt spielen, Leute. Sollen wir machen das, oder? Aber warte mal, Blödsinn. Fuck, warte mal. Ne, wir können ihn auch gar nicht spielen. Ich laber Bullshit. Doch, wir, ja, nein. Wir können ihn jetzt schon spielen, aber...
Okay, nicht nice, ziemlich nice. Hey, Chris, grüß dich. Hi, danke für die 17 Bits. Vielen, vielen Dank. Der August auch schon bald wieder um, Leute. Wirklich gut war das auch nicht, weil er halt den da hatte. Ja. Nein, Gogo. Ich bin kein großer Fan von Maligos oder überhaupt OTK-Decks oder Combo-Decks. Habe ich noch nicht. Ich behaupte jetzt mal, ich werde es vielleicht auch nie, aber das weiß ich nicht. Sag niemals nie, vielleicht auch irgendwann. Vielleicht habe ich irgendwann mal plötzlich Bock, das zu machen. Na. Sag niemals nie. Naja, das sieht jeder anders. Einige spielen gerne Agro, einige spielen gerne Combo, einige spielen gerne Control. Ich bin kein großer Fan von Control-Decks. Von Combo-Decks. Keine Ahnung, ob ich die Karte behalten sollen. Warum kannst du mir nicht... Mann, da ist da so ein bisschen Zeit zwischen Akasha. Also zwischen Ablauf und Neues haben können, ist manchmal, glaube ich, so ein bisschen Zeit. Ja. Ich danke schon mal im Voraus, dass du es vorhast, Akasha, aber ich glaube, manchmal dauert es... Also, wahrscheinlich ein bisschen. Oder mal F5 drücken vielleicht. Ja. Danke schon mal im Voraus. Richtiges Danke gibt's natürlich erst gleich. Weil kann ja jeder sagen, dass er subbt. Und dann macht das doch nicht, ne? Die Nerfs an sich sind gut, Havoc. Die Nerfs an sich finde ich beide gut und beide sinnvoll und beides sind Karten, die genervt werden dürfen, ruhig. Ja, ich hätte mir 2-3 Karten mehr gewünscht. Das ist das Einzige, was ich sage, ich hätte gerne 2-3 Karten mehr. Eine Schurkenkarte, eine Paladin-Karte vielleicht noch eine Kriegerkarte. Einfach ein bisschen mehr, damit es ein bisschen mehr ändert. Weil ich halt kein riesiger Fan der jetzigen Meta bin. Also kein riesiger... Es ist nicht schlimm, aber ich bin kein absoluter... Ich habe keine Jubelschreie oder so, insofern... Wäre es für mich in Ordnung, wenn sich ein bisschen mehr tun würde. Das war jetzt auch dämlich, aber egal. Also nicht egal, aber egal.
Aber hey, dafür kriegt Battlegrounds ein paar Änderungen mehr. Battlegrounds, Laola, Leute! Battlegrounds! 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 Okay, Leute, wir spielen jetzt den Prime und dann können wir uns den Prime wieder auf die Hand holen. Und ne, können wir nicht, weil wir die Hand, unsere Hand ist zu voll, glaube ich. Egal. Ich spiele trotzdem den Prime. Nein, die Puzzle! Ah, die Puzzlebox. Ah, Lied für Oma, Leute. Oh, Lied für Oma. Jetzt muss ich gleich weinen, ey. Scheiße. Ah, das Lied für die Oma, ey. Oh, fuck, ey. Sehr gut, Leute, sehr gut. Das war wirklich top. Das war so top, ich weiß gar nicht, was ich machen soll jetzt hier. Das kann man natürlich machen. Valerian, grüß dich, hallöchen. Oh. Was hier noch? Hallo Levski, was heißt lohnt sich? Also mit dem Heilender Mage schaffen, gibt es Menschen, die Top-Resultate schaffen. Also ja, was das angeht, lohnt es sich. Aber ganz ehrlich, bei diesem lohnt es sich. Leute, spielt ihr die Decks gerne? Ich weiß es nicht. Ist Heilender Mage ein Deck, was ihr theoretisch gerne spielt? Das kann ich nicht beurteilen. Aber ja, Heilender Mage ist zumindest ein Deck, was in der Theorie gute Ergebnisse erzielen kann, wenn das die Frage ist. Ja. Es ist ein theoretisch ganz gutes Deck, es ist nicht so einfach zu spielen. Es ist aber viel RNG drin, es ist also theoretisch lustig, oder auch nicht, je nachdem, wie man es sieht. Also, Heilender Mage ist auf jeden Fall ein gutes YouTube-Deck. Wenn man Videos für YouTube machen will, dann soll man Heilender Mage spielen. Ha! Ihr spielt ja einen Pyromancer. Ich könnte jetzt den super-duper High-Roll riskieren, Leute. Unter den Mana-Kristallen steht das. Ich meine, wir können den 10-10er mit Gottesschild bekommen oder wir bekommen den 7-7er. Naja. Ja. Den. Wow. Ha!
Face! Nein, nicht mein Face! Nein, ich denke nicht, dass der Druide total OP ist. Vielleicht ist er am Tacken zu stark. Oder er ist halt nervig. Aber total OP ist er jetzt auch nicht. Und genervt wird in den nächsten 1, 2, 3 Tagen wahrscheinlich. Also in den nächsten Tagen heißt es. Es gibt kein Datum. Vielleicht Donnerstag, vielleicht Freitag. Und Donnerstag wird, glaube ich, öfter mal genervt. Ja. Okay, ich dachte jetzt gerade Apotheose hätte er vielleicht. Apotheose wäre schon mega scheiße. Hey, Mokwai, grüß dich, hi. Halli, hallo. Okay, Leute, fuck it. Ich will einmal, dass dieser Prime mir Glück bringt. Einmal will ich einen guten Prime jetzt. Einmal in meinem ganzen Leben. Ins Face, bitte ins Face. Warum denn nicht ins Face? Just one time in the face, please. Ich meine, wir hätten ja gewinnen. Wenn er ins Face gegangen wäre, wäre das wahrscheinlich unser Sieg gewesen. Weil wir 9 Damage auf der Hand haben. Hier, Face! Face! Ja? Nein! Okay, wir können den Point. Okay, Nein, scheiße, ach, er tötet. Oh nein, er tötet. Nein! Er tötet. Nein! Oh, er tötet den Point. Okay, Leute, fuck it. Dann gibt's jetzt. Aber wir können noch einen dritten Fall spielen. Oh, Leute. Wegen den GMs, das kann nicht sein. Das kann sein, die beiden, ja. Sie das irgendwie mit einbeziehen. Komm Leute, ich muss für mich ja noch ein Game gewinnen. Nice! So macht man, so spielt man, Leute, so spielt man Hearthstone. So spielt man fucking Hearthstone. Okay, Tricktotem, logisch, Leute. Wir spielen auf jeden Fall das Tricktotem. Ich spüre gerade, Leute, das Tricktotem ist super.
Oh mein Gott. Ich glaube, es hätte keinen schlechteren 1, 2 oder Plage des Todes. Plage der Flammen vom Magier, vom... Ich krieg zu viel gerade. Oh mein Gott, das ist doch nicht möglich, Leute. What the fuck? Oh. Er klaut mir den Prime jetzt sowieso, oder? Ich wollte, aber das war die einzige Möglichkeit, wie ich... Oh, fuck, jetzt, warte mal, wir burnen jetzt Cephas. Scheiße, wir können jetzt Cephas burnen, Leute. Mit Cephas würden wir direkt gewinnen. Warum hat er das jetzt gemacht? Das war richtig dumm. Jetzt burnen wir Cephas. Oh, wie wir jetzt Cephas burnen. Scheiße. Und da haben wir auch nur noch Kackdrachen bekommen. Oh mein Gott. Oh, ich meine, der Prime stirbt, das ist nice, aber... Oh, Cephas, nein. Oh, komm schon, bitte, bitte, bitte. Okay, das ist nice. Ah, der Prime-Schal ist auch... Das ist nicht Cephas, Leute. Cephas ist der sichere Sieg. Cephas ist ja wirklich der sichere Sieg, quasi. Aber der Prime wäre natürlich auch lustig gewesen. Wisst ihr, was das Problem ist, Leute? Illusia. Wenn er jetzt gleich Illusia spielt, mit dem Feuerball auf der Hand, dann weine ich. Oh, nee. Ich dachte, wir hätten's. Ich dachte, wir hätten's, Leute. Ich dachte, wir hätten's. Cephas. Fuck! Ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung. Weil ich Eier habe, Vertox, und nicht wie alle anderen YouTuber immer nur Wins hochladen. Lustiges Game ist lustiges Game. Das hier lade ich auch hoch, wenn ich verliere. Dann mache ich nicht. So. Wenn ich gewinne, nein, dann lade ich es nicht hoch. Nein. Meine, sobald wir Cephas ziehen, haben wir das... Achso, oh, habe ich gar nicht dran gedacht. Stimmt, den habe ich ja auch noch. Den habe ich ja auch noch, Leute. Bin ich tot? Nein. Bin ich? Nein. Ah. Meine, können wir jetzt bitte Cephas ziehen? Ich weiß nicht, ob wir dann gewinnen, aber ich möchte es jetzt gerne tun, einfach weil... Nein, da! Cephas, letzte Karte. Oh mein Gott, ich drehe durch, Leute. Ich drehe hier durch. Sag, verlieren wir jetzt, weil Cephas die letzte Karte in unserem Deck ist? Wirklich? Ist das mein Schicksal? Oh mein Gott, ey, das ist so fucking lächerlich. So.
Ey, dieses Totem hat mich so gebumst. Es ist so absolut Wahnsinn, was dieses Totem gerade eben mir angetan hat. Wow. Hey, vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende angeguckt hast. Unglaublich. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also das Übliche. Lass auf jeden Fall gerne einen Kommentar da für Verbesserungsvorschläge, Lob, Kritik, wie auch immer. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es noch nicht passiert ist, über ein Abo. Sollte man hier irgendwo sehen können. Kostet auch nichts. Außerdem bin ich auf Twitter, Instagram zu finden. Alle Links auch für meinen Twitch-Kanal, das ist fast das Wichtigste, ne? Täglich fulltime auf Twitch unterwegs. Alle Links unten in der Beschreibung des Videos. Ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Mach's gut und bleib gesund. Ciao.